Problem bei dem folgenden Text. Darin kommt ein paar Mal ein gewisser Frauenvorname vor, den ich selber nur unter Schmerzen aussprechen kann. Also mir wird es halt einfach übel, wenn ich diesen Namen selber aussprechen muss. Es wäre also sehr schön, wenn ihr anstatt meiner diesen Namen dann wiedergeben könntet. Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu sagen. Melanie. Wenn ich mich einfach angewidert zur Seite wegdrehe, wäre es schön, wenn ihr ihn dann wiedergebt, diesen Namen. Wir testen ihn jetzt mal kurz. Melanie! Danke. Es ist Montagmorgen, so gegen 10. Ich befinde mich im 12. Stockwerk eines langweiligen Bürogebäudes, Großraumbüro. Da vorne ist mein Arbeitsplatz mit dem Computer und da ist die langgezogene Gangzeile, auf die mein Chef auf mich zukommt. Noch 5 Schritte ist er von mir entfernt. Ich hatte die letzten 2 Wochen Urlaub. 4 Schritte. Heute ist der erste Arbeitstag und ich weiß gar nicht, wann ich wieder Urlaub haben werde. 3 Schritte. Er hat einen verärgerten Gesichtsausdruck. 2 Schritte. Bereit machen. Er hat mich erreicht. Gerade noch rechtzeitig halte ich die gelbe Krankenmeldung nach oben. 1 Woche. Erst der Schock und dann verfällt er in diese Salesmittel. Aber das geht doch nicht. Und dann ein ganz trauriges Gesicht. Es ist doch so viel Arbeit. Ich kann doch jetzt nicht einfach krank sein. Und ich hatte doch Urlaub. Hätte ich mich doch hunsen. Und weil es sich so gehört, verfalle ich in den gleichen Sing-Sang und sage, ja, das ist mir so leid tun, dass es so unerwartet war. Und sage sowas wie, mein Arzt wollte mich 2 Wochen krank schreiben und ich habe ihn auf 1 Woche runterhandeln können und muss darüber nicht mal selbst lachen. Und schließlich lasse ich meinen Chef zurück mit der gelben Krankenmeldung in der Hand und gehe zurück zum Aufzug. Drücke Erdgeschoss. Die Tür schließt sich. Jetzt nur noch 12 Stockwerke nach unten fahren und durch so je nach draußen und... Freizeit! Es war so unvorbereitet, es war so ein spontaner Gedanke, heute Morgen zum Arzt zu gehen und sich krank schreiben zu lassen. Ich habe keinerlei Planung mehr. 7 Tage frei. Was mache ich? Ich habe so... Ja! Und so kreisen meine Gedanken ganz schnell in mich hinein und ich nehme nichts mehr von meiner Umgebung wahr. Bis ich auf einmal geblendet werde. Ein Lichtstrahl hat mich erwischt, weil die Tür einfach aufgesprungen ist, 2 Stockwerke tiefer und irgendein böser, fieser Sonnenstrahl ist hineingedrungen. Die Tür schließt sich schon wieder, als ich die Augen endlich wieder öffne und vor mir steht nun eine Frau im grauen Business einerlei Kostüm. Die Haare als Zopf am Rücken angelegt, so fest geknüpft, das könnte zementiert sein. In ihrer Hand trägt sie einen großen Kaffeebecher, 0,5 Liter oder so. Daran viel zu lange und viel zu scharf gefeilte Fingernägel. Sie verströmt den Duft eines, ja, guten und teuren Parfums. Könnte an Frühling erinnern, wenn es richtig dosiert aufgetragen wäre. Sie schaut kurz auf das Anzeigenfeld und geht tatsächlich in den Erdgeschoss. Ich kenne die doch. Ich sehe nur von der Seite ihr Gesicht, aber irgendwo erkenne ich die. Ich kenne die nicht aus der Abteilung oder der Firma oder nicht vom Raucherhof oder... Ich kenne die. Warum ist es mir überhaupt wichtig, ob ich die kenne? Ich meine, privat kenne ich sowas doch nicht. Die passt überhaupt nicht da, wo ich so ein... Nee. Aber es geht... Warum ist es mir wichtig? Und woher weiß ich nicht, warum ich sie kenne? Ich meine, sowas fällt doch auf. Und so denke ich nach und die Gedanken kreisen ganz tief, bis plötzlich die Erkenntnis naht. Da vor mir, da ist... Und ich komme in meinem Kopf in der 8. Klasse an. Ich bin wieder 13 Jahre alt, sitze in der 2. Reihe, Pinkel übersät und aus der Mitte des Raums, in der 4. Sitzreihe, da ist sie. Da ist sie. Da sitzt tatsächlich da. Melanie. Wie ich sie hasse! Dieses Lügenmaul, dieses Luder, diese Klassenbitch, diese, die mal irgendwas behauptet hat über mich oder irgendwie anders, die mal alle Leute fertig gemacht hat. Und sie wurde immer verstärkt durch ihre Nachbarn, die links und rechts neben mir saßen. Die einfach alles in der Erde ufert, was sie gesagt hat, egal was es war, egal was für eine Scheiße. Und wenn man sich dann mal erhoben hat und zu sich ihn umgedreht hat und das Gesicht sowieso schon so rot war, das drohten die Pickel abzuspringen und dann irgendwas gesagt hat, die, aber das ist eine Hölle, Scheißstimmung. Bin wieder im Aufzug. Vor mir, nach all den Jahren, da steht sie. Da ist sie. Ich kann sie glauben, da ist sie. Melanie. Und ich habe die Möglichkeit, mich zu rächen.
zipp sie jetzt einfach so ans Ohr. Und wenn sie sich dann umdreht, dann so. Und dann haben wir Ruhe. Ich warte, bis wir angekommen sind und dann rempel ich mich an ihr vorbei, und sodass ihr Kaffeebecher runterfliegt, und wenn sie mir dann hinterher ruft, reagiere ich einfach nicht. Nein, ich lasse sie zuerst draußen, halte sie an diesem Zopf fest und drücke ganz schön aufs zwölfte Stockwerk. Sie trägt so hohe Fingerabsätze. Da kann man so einen Schuh drin verkeilen. Und wenn sie dann losläuft, haut sie es auf die Fresse. Nein, sie soll es wissen. Ich drehe sie um, pack sie am Hals, hebe sie hoch, drück sie gegen die Aufzugswand und schreibe zu einer Mischung auf. Terminator und Highlander, das ist dein Ende. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll oder ob ich sie einfach nur verbal niederkämpfen soll, bis sie in der Ecke zittern, kauert. Ich bin wieder geblendet. Wieder ein Lichtstrahl. Aufzug ist zum Stehen gekommen, wir sind im Erdgeschoss und sie ist viel zu schnell losgelaufen auf ihren Hochhackigen und ist nun in der Mitte des Foyers. Ich laufe hinterher, aber da sind lauter Menschen. Schicksal, das geht doch nicht! Du kannst mir doch nicht die Möglichkeit der Rache geben und mich dann in der Ausführung daran hindern! Hallo! Einer ihrer Hochhackigen bleibt in so einem kleinen Löchchen im Boden hängen und sie beginnt zu fallen. Wie so ein gefällter Baum in einem Video, wo man sich anschaut. Es wirkt langsamer, wenn man weiß, er wird aufschlagen. Sie nimmt nicht mal schützend die Hände vor ihr Gesicht. Wahrscheinlich hat sie Angst, sich selber das Gesicht zu zerkratzen. Außerdem muss sie nicht den Kaffeebecher irgendwie noch festhalten. Sie schlägt auf, mit dem Gesicht auf dem Steinboden. Man hört das Nasenbein brechen. Blut strömt unter ihr hervor. Schicksal! Wenn ich das vorher gewusst hätte, ich hätte dich so häufig angerufen! Aber jetzt hat es ja ganz schön doll erwischt! Ich meine, so hart wollte ich es doch. Also, boah, es ist jetzt schon ein heftig! Aber das ganze Blut! Ich kann überhaupt kein Blut sehen! Der Kaffeebecher schlägt neben mir auf und die heiße schwarze Brühe verbrennt ihre Gesichtshaut, wischt aber auch das Blut weg. Danke! Es fällt mir nun wesentlich schwerer, als gerade eben noch oben beim Chef mein Lachen zu unterdrücken. Und so gehe ich lieber Richtung Ausgang und denke mir, wenn eine Woche so unerwartet schön beginnt, kann sie doch mal herrlich werden. Vielen Dank.